Als nächste Fraktion Freie Wähler, Frau Dagen. Danke. Das müssen wir dann der Messe noch beibringen, dass bei, wenn wir tagen, die Durchsagen durch alle Hallen nicht ganz sinnfällig sind. Aber im Moment ist es eingestellt. Entschuldigung, Frau Dagen, bitteschön. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lesen ist Arbeit für die Augen und fürs Gehirn. Eine Arbeit, die eine Menge Spaß machen und das Leben bereichern kann. Auch für mich als Buchhändlerin hier in der Arbeit als Stadträtin, denn auch diese Lesewelt ist groß und schillernd. Lesen wir doch mal im Dresdner Arbeitsmaterial Gender Mainstreaming, der Weg zum Ziel. Die Strategie, so lesen wir, deckt gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern auf. Und Gender Mainstreaming ist damit ein Instrument, um Gleichberechtigung herzustellen, nicht aber das Ziel selbst. Also darüber ließe sich dann doch länger nachdenken. Gleichfalls finden wir unter 2.4.2 Verwendung geschlechtergerechter Sprache Folgendes: Die durchgängige Verwendung geschlechtergerechter Sprache fand Eingang in die allgemeine Dienstanweisung und ist für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung verbindlich. Heutzutage schleudert man dem noch einen Punkt hinterher. Das Ziel von geschlechtergerechter Sprache ist es aber doch, möglichst viele Menschen in der Ansprache zu inkludieren. Doch was häufig übersehen wird, Texte mit Gendersternchen, Unterstrichen oder Binnen-I sind neben den unästhetischen Gesichtspunkten vor allem ein großes Hindernis für Menschen mit Seh- oder Leseeinschränkungen. Und Herr Drews, darauf weisen im Übrigen zahlreiche Verbände hin. In der Taz, ja, also in der Taz schreibt die Autorin Dörte Stein, ich zitiere, die angeblich diskriminierungsfreie Sprache ist auch diskriminierend. Die Sprache absichtlich zu verkomplizieren bedeutet zwangsläufig auch, die Hürde höher zu legen und andere aus dem Diskurs auszuschließen. Schon der Durchschnittsleser stolpert durch gegenderte Texte. Für Nichtmuttersprachler sowie Menschen mit Einschränkungen ist die Herausforderung umso größer, denn gendergerechte Sprache und leichte Sprache folgen grundsätzlich gegensätzlichen Regeln. Barrierefreiheit war also gestern. Schauen wir mal in den Norden der Republik. Im Dezember letzten Jahres war es der Verwaltung in Bremerhaven verboten worden, Genderzeichen zu benutzen. Und Herr Aschenbach, tatütata, die Koalition dort aus SPD, aus CDU und FDP hatte dort beschlossen, dass die Verwendung, ich zitiere, des Doppelpunkts oder anderer Sonderzeichen als Ausdruck einer gendersensiblen Sprache für unsere Verwaltung abgelehnt wird. Hauptgrund sei, dass diese Zeichen der Barrierefreiheit im Weg stünden. Nach heftiger Kritik hob die Stadt dann den Beschluss allerdings umgehend wieder auf. Man sagte, die unterschiedlichen Reaktionen, augenscheinlich schwer auszuhalten, auf den Magistratsbeschluss haben uns gezeigt, dass der gewählte Weg nicht der richtige gewesen ist. Aber ich frage Sie, was ist denn nun der richtige Weg? Bei all den Diskussionen und deren Auswirkungen, zum Beispiel, ich erinnere an die Ablehnung eines Antrags in einem Stadtbezirksbeirat wegen Unlesbarkeit durch die CDU, und Sie haben vollkommen recht damit, plädieren wir Freie Wähler für das Zurückdrehen einer längst überdrehten Genderschraube, auch hinsichtlich einer Sprachverhunzung, denn gut gemeint ist nicht gut und der Kompromiss, mit dem die deutsche Sprache aufwartet, ist ganz einfach, nämlich die Verwendung des generischen Maskulinums Kollegen oder die regelmäßige Nennung beider Geschlechter Kolleginnen und Kollegen. Nun gestatten Sie mir als Leserin zu dem Thema aber noch eine persönliche Anmerkung. Die angestrebte Überformung, und ich vermeide das Wort Reform, von Sprache halte ich eben nicht nur für eine Marotte von einer Minderheit. Vielmehr zeigt sich für mich hierbei die symptomatische Zerstörungstendenz des Bestehenden durch eine
intellektuelle Mittelmaß mit dem elitären Machtanspruch. Ganz salopp gesagt, damit Sie es verstehen, da werden augenscheinlich Regeln der Orthographie und der Grammatik einfach nicht kapiert und werden durch eigene Regeln ausgehebelt und ersetzt. Diese Anmaßung fußt nicht auf Erkenntnis, nicht auf Tradition, nicht auf Wissen. Sie speist sich aus Bekenntnisdruck, Achtsamkeitskult und Glaubensbezeugung. Und das ist damit sektiererisch. Ich kann nur sagen, rette sich, wer kann. Retten Sie, was hier noch zu retten ist. Und retten Sie vorerst im Verwaltungsbetrieb die deutsche Sprache. Vielen Dank.